Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute in einer ungewohnten Umgebung. In dem heutigen Video dreht es sich um meine 10 Favorite Düfte für den Mann. Los geht's. So, Freunde, heute ist das Video einfach mal in einer ganz anderen Location. Ich bin bei uns im Office und wollte das Ganze einfach mal hier machen, anstatt bei mir zu Hause. Und habe mir gedacht, ich stelle euch heute einfach mal meine 10 Düfte vor. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, sodass ich da nicht durcheinander komme und euch auch meine ehrliche Meinung dazu preisgeben kann. Es sind alles meine persönlichen Empfehlungen. Wie gesagt, keiner muss sich gezwungen fühlen irgendwie oder dafür einen Angriff fühlen etc. Ich mag die Düfte eigentlich ganz sehr, deswegen fangen wir einfach mal an. So, Duft Nummer 10, die sind nicht irgendwie in, je nachdem wie sie mir gefallen, kategorisiert, sondern ich fange jetzt einfach mal an mit dem 10. Duft. Duft Nummer 10 ist Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. Ein sehr süßlicher, männlicher Duft, ein guter Alltagsduft. Ist auch nicht zu stark, gefällt mir sehr gut, habe ich sehr, sehr viel, sehr lange getragen. Aktuell trage ich den leider nicht mehr, aber ist trotzdem noch einer meiner Favorite Düfte und wollte ich den einfach mal vorschlagen. Generell, zu allen Düften muss ich ja sagen, geht einfach mal in die Parfümerie und testet die Düfte und fragt nach Testern. Und so könnt ihr die Sachen einfach mal ein, zwei Tage lang tragen und gucken, ob euch das gefällt. Bei allen Düften ist es immer so, wenn man die trägt, die verhalten sich nochmal anders mit der Haut. Das heißt, die eigenen Körperdüfte kombinieren sich mit den Parfüms und dadurch kommt ein eigener Duft raus. Also mag ich sehr, ist ein sehr, sehr cooler Duft. Mal gucken, ob ich den in Zukunft nochmal ein bisschen mehr nutzen werde, aber der riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, kommen wir zum Duft Nummer 9. Das ist hier Armani Code Absolut, relativ neuer Duft. Habe ich letztens zugeschickt bekommen, muss ich dazu sagen. Bin aber schwer davon angetan, der gefällt mir sehr, sehr gut. Auch ein relativ süßlicher Duft. Ich stehe, also generell, mir gefallen süßliche Düfte und noch eine andere Art von Düften sehr, sehr gut. Zeige ich euch später auch nochmal. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt spontan sagen würde, zu was der Duft wirklich gut passen würde. Also wie gesagt, der hier ist ja ein guter Daily-Duft, den kann man einfach zu fast jeder Angelegenheit tragen. Auch den hier ist ein guter Daily-Duft, aber der ist mehr so, ich würde so sagen, in diese schickere Richtung. Da würde ich den tragen. Duft Nummer 8 ist ein sehr, sehr alter Duft von mir. Ihr seht hier zum Beispiel, ich halte das nochmal in die Kamera rein. Meine Düfte sind teilweise sehr abgetragen. Wenn ich reise oder etc., habe ich die teilweise auch mitgenommen. Das mache ich aktuell nicht mehr. Tom Ford Noir Extreme. Ich muss nochmal zurückrudern und zwar die beiden Düfte hier. Das eine ist ein Eau de Toilette, das andere ist ein Eau de Parfum. Nur damit ihr Bescheid wisst, der Unterschied zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfum. Parfum ist noch ein bisschen intensiver, hält ein bisschen länger, aber ja, Eau de Toilette reicht meistens auch. Generell die ganzen Top Ford Düfte sind sehr, sehr großintensiv und sehr langhaltig. Also wenn man sie aufträgt, man riecht sie meistens mehrere Tage danach, auch noch auf den Klamotten. Zum Beispiel auf Jacken oder auf einem Schal oder etc. Ich empfinde den Duft ein bisschen mehr so als blumiger Duft, ein bisschen schwerer der Duft. Perfekt für den Abend, würde ich den tragen. Generell im Sommer zum Beispiel oder generell abends kann man den ganz gut tragen. Ist ein sehr, sehr guter Duft, hält auch sehr, wie gesagt, sehr, sehr lange. So, nehmen wir den nächsten. Und zwar habe ich hier einen guten Duft für den Sommer. Und zwar ist das Davidoff Run Wild. Sehr, sehr frischer Duft, ein guter Alltagsduft, also geht eigentlich in jeder Situation, kann man den tragen. Ich würde vielleicht abends was anderes tragen, aber so für den Alltag perfekt. Man wirkt dadurch sehr frisch, quasi als ob man aus der Dusche gerade rauskommt, so riecht das. Riecht sehr, sehr gut. So nutze ich aktuell auch oft täglich, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich kann euch zu keinem dieser Düften auch die Inhaltsstoffe oder sonstiges erklären, ich kenne mich da leider nicht aus. Da müsst ihr euch bei anderen Leuten umschauen, aber ich gebe einfach nur mal meine Meinung dazu kund und ja. Ist ein cooler Duft, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und Davidoff Run Wild ist Nummer 7. So, dann kommen wir zu Duft Nummer 6. Auch hier ein Duft, den ich sehr, sehr lange schon habe und sehr, sehr abgetragen ist. Ist, glaube ich, auch schon meine zweite Flasche. Das ist von Acqua di Parma, Leather. Ist auch ein Eau de Parfum. Ist ein sehr, sehr schwerer Duft, ein richtiger Lederduft. Also riecht sehr gut, ist auch sehr intensiv. Ist ein bisschen eigen, muss nicht jedem gefallen, aber mir gefällt er sehr gut. Besonders in Bezug auf so rockigen Sachen, Biker-Look etc. oder für abends. Man fällt dadurch schon extrem auf, ist auch mal was ganz anderes. Generell werdet ihr auch bei meinen anderen Düften finden, sind Lederdüfte, gefallen mir sehr, sehr gut, weil es halt was Männliches hat. Und ja, der Leather von Acqua di Parma ist auf jeden Fall nice. Aber auch nicht jedermanns Sache, testet den mal aus, holt euch mal einen Tester oder generell checkt das mal einfach ab in der Parfümerie und auch sehr, sehr cool.
Jetzt kommen wir zum Duft Nummer 5 und das ist jetzt was ganz Besonderes. Das ist, was ich relativ neu habe, habe ich vor ein paar Wochen in Berlin entdeckt. Und zwar sind wir einfach durchs KDW geschlendert, Herr Daniel und ich. Und die Dame an diesem Stand hat uns einfach mal so ein, ihr kennt das ja, einfach mal so einen Tester hingehalten. Ich habe den, mal nimmt man die Sachen ja an, mal nicht. Ich habe das einfach mitgenommen, habe das in der Tasche gehabt, habe das im ersten Mal gerochen. Auch ganz gut. Die Dufte von denen waren so intensiv, dass ich echt mir gedacht habe, was ist das denn? Das ist hier was ganz anderes. Die Marke heißt Maison Francis Coudjian Paris. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage. Und der Duft heißt Baccarat Rouge 540. Ist eine ganz eigene Geschichte. Ist in dem Fall ein Unisex-Duft. Wenn ich das jetzt so beschreiben müsste, wäre das auf jeden Fall ein sehr süßlicher Duft. Der kann genauso gut eine Frau tragen, aber auch wie ein Mann. Generell kann ich euch empfehlen, Mischdüfte auch. Also ihr könnt einen kleinen Spritzer davon nehmen und einen kleinen Spritzer von irgendwas. Testet das einfach mal aus. Das macht manchmal einen ganz eigenen Duft aus. In dem Fall sind hier künstlich hergestellte Pheromone mit drin. Ist was ganz Interessantes. Dadurch hat der Duft auch was ganz Eigenes. Ich kann euch jetzt nicht, ich habe das noch nicht ausgetestet, ich habe den ganz neu. Und in dem Fall kommt der eigentlich in 3 Flaschen, ist auch relativ teuer. Ich glaube, die kosten diese Dreierpacks, also dreimal diese Größe. Das hier sind jetzt nur 11 Milliliter, also 33 Milliliter kosten so um die 170 Euro, 180 Euro. Also es war relativ teuer, aber ich sage euch, das sind was ganz eigene Düfte. Ich habe sowas vorher noch nie gerochen und riecht sehr, sehr gut. Ja, ich bin schwer davon angetan, weil es einfach mal was anderes ist. Dann kommen wir zum Duft Nummer 4. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsdüfte all time. Also ich habe den bestimmt schon die 4. oder 5. Flasche davon. Das ist Tom Ford Tuscan Leather und zwar von der Private Blend Collection. Ist ein sehr, sehr, gibt es auch unzählige Leute, die darüber ein Video gemacht haben. Ein sehr, sehr cooler männlicher Duft. Allerdings nicht ganz so schweres Leder, auch Lederduft. Nicht ganz so schwer wie der von Acqua di Parma, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der Duft, muss ich auch sagen, der hält eigentlich Ewigkeiten auf Klamotten. Also wenn ihr da Sachen drauf, wenn ihr das irgendwo drauf sprüht, macht das ruhig bedacht, weil ja, der geht nicht so schnell wieder ab. Ist sehr, sehr teurer Duft und trotzdem aber, ich finde jeden Cent wert. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich trage ihn auch eher so abends. Ist nicht so ein Tagesduft, weil er halt so schwer ist, aber riecht sehr, sehr gut. So, und dann kommen wir zu Duft Nummer 3 und das ist auch ein Lederduft von Tom Ford und das ist eine sehr, sehr gute Alternative zu dem Tuscan Leather, weil der Duft hier ist Ombre Leather, ist ein relativ neuer Duft, den habe ich mir letztes Jahr, als wir nach Bali geflogen sind, das erste Mal am Flughafen angeguckt und habe mich direkt dazu entschieden, den zu kaufen. Ich glaube sogar in Dubai am Flughafen. Ist auch ein Lederduft, aber der ist nicht ganz so schwer. Ist ein täglicherer Duft, gefällt mir sehr, sehr gut. Also den kann ich im Gegensatz zu dem Tuscan Leather, finde ich, den ganzen Tag tragen. Der passt eigentlich zu jeder Situation und der ist eigentlich eher mal so für die Abendmomente, was weiß ich, man geht in die Bar oder was essen oder was trinken oder abends dann durch die Stadt schlendern. Dafür würde ich den Tuscan Leather und den Ombre Leather würde ich eigentlich den ganzen Tag empfehlen. Ist auch ein Eau de Parfum, riecht sehr, sehr gut. Ja gut, ich sage das jetzt bei jedem Duft, dass sie sehr, sehr gut riechen, aber die Düfte gefallen mir halt auch einfach. Eine sehr, sehr gute Variante und ich glaube, wesentlich günstiger als halt die Private Blend Collection von Tom Ford. Checkt das auf jeden Fall mal ab. So, dann kommen wir zu Duft Nummer 2, zum vorletzten Duft. Und das ist auch wieder einer von Maison Francis Coudjian Paris. Und zwar ist das Amiris Homme. Ein sehr, sehr cooler, frischer Alltagsduft. Hat was ganz Eigenes, auch sehr duftintensiv. Ich habe von der Marke bis vor ein paar Wochen noch nichts gehört. Gefällt mir sehr gut, auch sehr duftintensiv, hält sehr lange auf den Klamotten. Also generell diese ganzen Eau de Parfums halten ja sowieso immer länger, aber bei diesen Tom Ford Duften auch und auch bei diesen Düften, die halten extrem lange auf die Klamotten. Ist ein cooler Alltagsduft und ja, auch was ganz Eigenes, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, auch eine kleine Empfehlung von mir. So, und dann kommen wir schon zum letzten Duft und das ist eigentlich mein Favorite Sommerduft. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das so denkt, aber auch den Duft habe ich schon sehr lange, ist auch schon halb leer. Tom Ford Soleil Blanc, auch von der Private Blend Connection, wirkt sehr, sehr sommerlich. Ich würde den zum Beispiel niemals im Winter tragen, aber jetzt für den Sommer, der ansteht, ist das eigentlich so mein Favorite Duft für den Alltag und auch für abends. Man kann den eigentlich immer tragen. So, das waren jetzt meine 10 Favorite Düfte. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für den Alltag bzw. beim Sport. Und zwar habe ich hier von Dior Homme Sport, es liegt auch eigentlich immer in meiner Sporttasche drin, so ein, wie so ein Eau de Toilette, so ein Very, also das heißt Very Cool Spray.
Ist ein sehr cooler, frischer Duft, einfach zum Auffrischen nach dem Sport sehr, sehr gut geeignet. Ist auch nicht zu intensiv. Man fühlt sich danach einfach ein bisschen frischer. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Eine kleine Empfehlung ist so wie so eine Art Airspray, steht da drauf. Sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut. So Freunde, und dann noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe hier so kleine Fläschchen. Die haben hier unten auch diesen Aufsatz drauf. Im Prinzip, wenn ihr eine Parfümflasche nehmt und dann einfach das hier oben abmacht, habt ihr im Prinzip immer diesen, ja, wie sagt man, diesen Aufsatz hier, den kann man abmachen. Und in dem Fall kann man hier diese Parfümflaschen nehmen, hier drauf tun und die sind halt perfekt zum Reisen. Also wenn ihr nicht immer, wenn ihr reisen wollt und dementsprechend nicht immer diese ganze Parfümflasche mitschleppen wollt, was ich eigentlich sehr ungern mache, weil es immer relativ schwer und man teilweise, wenn man auch reist, darf man ja nur 100 Milliliter mitnehmen etc. Und also generell an Flüssigkeiten. Deswegen ist das immer bei einer Flugzeugkontrolle relativ schwierig und dafür habe ich halt diese Apfel. Pröbchen, da passen immer, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst, aber ich würde jetzt mal so tippen, 5 Milliliter vielleicht. Das kann man sich dann hier reinpumpen und dann dementsprechend auffüllen. Und ich habe das im Prinzip für verschiedene Düfte einfach angelegt. Das heißt, wenn ich reise, habe ich dann immer die Variante an Duft parat. Ihr müsst aufpassen, die sind nicht ganz hundertprozentig dicht. Durch den Unterdruck, der im Flugzeugflieger entsteht, kann da ein bisschen was auslaufen, aber nur minimal. Das bleibt dann unter der Kappe, das ist wie so ein ganz leichter Film, der hier drauf ist. Aber zum Reisen perfekt. Also sogar für eine, wenn man mal eine Woche unterwegs ist, nehme ich meistens nur die Dinger mit. Dementsprechend komme ich da eigentlich damit aus. Und das ist noch so ein kleiner Tipp, die habe ich jetzt hier. Die hier sind, glaube ich, von Amazon, aber die gibt es auch im DM, die gibt es in verschiedenen Läden, findet die überall. Und die sind eigentlich ein ganz geiler Tipp. So Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und einen Kommentar dazu lassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Ciao.